Es gibt Leute, sie stehen vor Allah, sie haben die Hälfte ihres Lebens nicht gebetet. Aber sie hätten beten müssen. Spätestens ab wann muss ein Muslim beten? Ab dem Pubertätsalter. Woher wissen wir, dass jemand in der Pubertät ist? Wenn er ganz tief redet. Na. Also zum einen die Behaarung an bestimmten Stellen, dann spätestens bei 15 Jahren, also spätestens bei dem Erreichen von 15 Jahren, dann noch bei der Frau die Periode und beim Mann. Mashallah, der kennt unseren Unterricht. Richtig. Ab dieser Zeit muss ein jeder Muslim beten. Sei er ein Junge oder ein Mädchen.